Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gibt es ein Vorstellvideo des Fan-Überraschungspaketes für uns. Und die liebe Angelina Peters hat uns ein ganz süßes Paket gepackt. Ich habe das Box-Opening für mich alleine gemacht, weil ich nicht wieder tagelang warten wollte, bis ich das Box-Opening abgedreht bekomme, so wie beim Tauschpaket. Das Tauschpaket war bei mir auch, glaube ich, 5 Tage oder so ungeöffnet. Möchte euch allerdings die Sachen zeigen, die die liebe Angelina uns eingepackt hat. Und ich würde sagen, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Als allererstes, sie hat es natürlich total schön eingepackt. Verschiedene Geschenkpapiere hat sie verwendet. Das ist natürlich total süß. Auch für die Mädchen hat sie was eingepackt. Ja, als allererstes hat die Liebe uns Unmengen an Pampers eingepackt. Da ist halt hauptsächlich die Größe 2 bei. Und ich finde diese Pampers total süß. Ich weiß gar nicht, woher du die hast. Also die finde ich total knuffelig. Hier mit einem Wal drauf. Voll süß. Davon hat sie mir oder hat sie uns 8 Stück eingepackt. In Größe 2. Perfekt für Milan. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann hat sie uns in Größe 3 Windeln eingepackt und voll süß diese Elefanten drauf. Ich glaube, das sind Kauflandwindeln, ne? Oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die total süß. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, dann hat sie uns eingepackt neue Socken in Größe 62, 68. Allerdings glaube ich, die Socken werden eher was für Melina sein. So richtig schöne Kuschelsocken, 3 Paar, perfekt für Melina Maus. Dafür auch nochmal von ganzem Herzen vielen, vielen Dank. Dann hat sie uns nochmal ein paar Socken eingepackt. Ganz süß mit Hundemotiven drauf. Die sind für Milan total knuffelig. Ja, und dann kommen wir auch schon zu den Anziehsachen, die sie eingepackt hat. Als allererstes ist eine so süße Latzhose da drinnen gewesen. Hier hinten auf dem Popo steht auch was drauf. Das ist total süß, hier auch mit den Öhrchen dran und ganz knuffig. Dazu gibt es ein T-Shirt, auch mit einem Gesicht drauf und hier mit so Öhrchen drauf. Ganz süß, auch in Blau-Weiß. Das T-Shirt gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja, dann hat sie ein Dreieckstuch mit eingepackt. Perfekt in blau-weiß gestreift. Und dann war ein süßer Sommereinteiler für Thalia dabei. In rosa-weiß. Das ist in Größe 50-56. Ich finde es total süß. Man kann es als Schlafanzug nutzen für den Sommer. Man kann es aber auch als ganz normalen Einteiler nutzen, was ich auch sehr, sehr gerne mache. Also vielen, vielen Dank dafür. Für Milan ist dabei gewesen ein süßer, dünner Schlafsack mit, der ist 70 cm groß mit Sternen drauf. Total schön. Da muss ich mal ausprobieren, ob Milan da reinpasst. Das ist 70 cm. Könnte eventuell ein bisschen knapp werden, aber auch dafür von ganzem Herzen vielen, vielen Dank. Genau. Und als letztes war dabei jeweils ein so ein Spieler. Der ist halt auch größer. Das steht auch Größe 80 drinne. Da muss ich gucken, wem ich den anziehe. Also eigentlich ist das total jungenlastig, finde ich. Also ich fände das sehr schön für Milan. Allerdings bin ich mir nicht so sicher, ob das Milan passt oder ob es Milan nicht viel zu groß ist. Das muss ich austesten. Aber ich finde es total süß, vor allen Dingen mit der
Giraffe hier drauf irgendwie. Ich finde das total knuffig. Also auch dafür vielen, vielen Dank. Und als allerletztes ein relativ identischer Einteiler mit einem süßen Elefanten drauf. Und ich liebe ja Elefanten. Ich finde das so süß. Auch die Farbkombination finde ich total klasse. In dem Paket selbst hat sie auch noch etwas zum Naschen reingetan. Allerdings, das ist dann schon aufgemampft worden. Ich habe das weitergegeben, weil es waren Kekse. Und da wir ja eine Glutenunverträglichkeit haben, dürfen wir oder durften wir diese Kekse leider nicht essen. Aber da bei uns einen Tag später kleine Kinder waren, die die Kekse problemlos essen konnten, habe ich sie dann weitergegeben an die Kinder. Also mach dir bitte keine Gedanken oder hab irgendwie ein schlechtes Gewissen oder ähnliches. Die Sachen sind so, so schön. Von ganzem Herzen vielen, vielen Dank für dein Paket. Jetzt ist es, denke ich mal, an der Zeit, Fotos einzublenden für euch, die ich gemacht habe. Und ich würde einfach erstmal sagen, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen oder Anschauen der Fotos. Das war das Video rund zum Fan-Überraschungspaket von der lieben Angelina. Wir hoffen, euch hat auch dieses Video mal gefallen. Ich fand das ganz schön, das Video mal so zu machen, weil ich das einfach halt auch in Ehren halten möchte, weil ich finde, es ist immer noch was Besonderes von jemandem, von einem Menschen, den man eigentlich überhaupt nicht so wirklich kennt, etwas geschenkt zu bekommen, derjenige sich so viel Mühe gemacht hat, wo er sich so viel Gedanken gemacht hat. Deswegen habe ich auch dieses Video jetzt darüber gemacht. An dieser Stelle verabschieden wir zwei Hübschen uns jetzt wieder von euch Hübschen da draußen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wir wünschen euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend und würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss!